Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal, meine Lieben. In diesem Video möchte ich euch eine Forcierungsmethode mit Karten zeigen, also wie ihr euren Zuschauer eine Karte aufzwingt. Wie das Ganze aussieht und funktioniert, das seht ihr jetzt auch gleich wieder nach dem Intro wieder. Viel Spaß mit dem Video. Kommen wir nun zu der Technik, die ich auch selbst recht gut finde. Wenn ihr eine bestimmte Karte aus dem Kartenspiel euren Zuschauer aufzwingen möchtet, zum Beispiel nehmen wir mal, jetzt in dem Fall, nehmen wir mal die Herzdame als Beispiel. Eure Zielkarte liegt hier oben mit auf dem Kartenspiel. Könntet ihr einmal jetzt im Filmset, wenn ihr das einmal vorher einmal mischt, falsch. Also zu dem Thema falsch mischen mache ich auch noch ein paar Videos. Denn auf jeden Fall habe ich jetzt die Herzdame noch oben behalten. Auf jeden Fall ist eigentlich die Technik sehr einfach, nämlich ihr bittet euren Zuschauer jetzt bei dem, für den Kartenspiel ungefähr die Hälfte zu nehmen und das eine Seite zu tun. So, hier war jetzt die obere Hälfte, die der Zuschauer genommen hat, und hier jetzt die untere. Ihr nimmt schon mal währenddessen die untere Hälfte, aber ihr redet währenddessen mit euren Zuschauer. Ihr macht das nebenbei, dass ihr den anderen Stapel nimmt. Also ihr redet mit euren Zuschauer, ihr lenkt ihn ein bisschen ab, nehmt den Stapel und ihr sagt dann, okay, ich markiere jetzt mal in dem Fall, damit ihr es auch ein bisschen besser seht, ich markiere jetzt die Stelle, wo du abgehoben hast. So. Und dann nehmt ihr den Stapel wieder auf und bittet dann euren Zuschauer, die Karte anzuschauen. Aber ihr habt dann die Karte auf dem Kopf und könntet dann zum Beispiel die Gedanken von dem Zuschauer erraten. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wo ihr dann zum Beispiel so ein bisschen Gedanken lesen könnt auch, unter anderem. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt auch soweit auch gefallen. Wenn ja, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da und auch klickt doch gerne auf den Abo-Button. Ich hoffe, dass wir am Ende des Jahres so nahe 1000 Abonnenten haben. Hoffe ich mal. Dann sehen wir uns beim nächstes Mal wieder, euer Mr. Zockermeister.